Guten Morgen, meine Damen und Herren, der Sonntagsspaziergang. Ja, meine Frau ist auch zu Fuß nicht so gut, noch schlechter als ich. Aber ich werde mich heute mit den Steuern beschäftigen für das Jahr 2023. 2022 ist der Bescheid gekommen. Aber ich will im Alter kein Steuerberater mehr sein. Ich bin nach wie vor Abfallberater ohne Arbeitsvertrag. Aber jetzt nochmal. Ich glaube, dass der Effekt, dass man zu viel Steuern zahlt, weil man nicht alles blickt und auch nicht alles absetzen kann oder nicht alles weiß, was man absetzen könnte, so rum, dass man dann freiwillig zu viel zahlt. Aber das ist mir gerade recht, weil die Zeit, die man bräuchte, um da mehr herauszuholen, wäre mir zu lang. Andererseits gibt es internationale Konzerne, die kaum Steuern zahlen oder dort, wo der Steuersatz für sie besonders günstig ist. Also der Effekt ist dreimal größer, als dass ein paar Leute wie ich aus der Masse heraus des Volkes zu viel bezahlen. Naja, das kann ich nicht beweisen. Und der Staat lebt ja immer von den Gutmütigen, auch was das Personal betrifft. Also der Steuerbescheid hat 2 Monate gedauert. Da kann ich mich jetzt nicht zu äußern, warum das so lang ist oder nicht so lang oder was auch immer. Das ist, glaube ich, evangelisch-katholisch, haben wir schon gehört. Jetzt laufe ich mal meine Bekannte runter und melde mich im Laufe des Tages wieder. Oder ich beschäftige mich mal mit den Steuern. Einkommensteuererklärung.